So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, die Rampenlichtstunde ist zurück, anders als erwartet. Die ganzen letzten Male war es ja wirklich so, dass kein bestimmtes Pokémon im Spotlight stand, sondern einfach vermehrt Pokémon gespawnt sind allgemein, nachdem ja eh schon mehr spawnen wegen dem Coronavirus und die Spawns erhöht wurden, ist einfach in der Spotlight-Stunde nochmal eine Schippe draufgesetzt worden. Jetzt kam eine Meldung raus, natürlich gestern Abend für den April. Die Rampenlichtstunden sind angekündigt, die nächsten. Es gibt eine kleine Änderung, diese Bonusstunde und die Pokémon Spotlight-Stunde wird irgendwie zusammengesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. So habt ihr nicht nur ein besonderes Pokémon, was im Vordergrund steht, sondern eben auch einen Bonus dabei. Das sind jetzt 4 Termine bekannt für den April. Die wollen wir uns kurz mal angucken. Jeden Dienstag, 18 Uhr zur Ortszeit. Angefangen am 7. April, Feli Lu steht im Rampenlicht und du verdienst doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Ist ganz nett, okay, bei Feli Lu, das ist ja glaube ich hier die Katze, ne? Die gibt's ja noch nicht als Shiny. Was denkt ihr? Wird Feli Lu als Shiny eingeführt mit der Rampenlichtstunde oder ist es halt einfach nur so, dass es vermehrt ist, weil das sonst vielleicht nicht so oft spawnt? Gab es bisher denn schon ein Pokémon in der Spotlight-Stunde, das nicht als Shiny verfügbar war? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder waren bisher alle, die im Rampenlicht standen, ich erinnere mich da an Onyx, Spoink, sonst weiß ich gar nicht, was mehr da war. Gab es bisher nur Shinies, die vermehrt gespawnt sind? Schreibt es mal rein, wenn ihr das wisst und wie findet ihr die doppelten Erfahrungspunkte? Ist eigentlich ganz cool für Leute, die noch EP machen müssen, wollen, aber in einer Stunde. Na gut, Glücksei rein, fertig, zack. Dann am Dienstag, dem 14. April, habt ihr Magnetilo im Rampenlicht und du verdienst die doppelte Menge Bonbons für das Fangen von Pokémon. Das erinnert natürlich an die Zeiten zu Halloween, das Halloween-Event und so weiter. Doppelte Erfahrungspunkte im ersten, doppelte Bonbons im zweiten. Aber Magnetilo, was natürlich als Shiny im Spiel ist, was auch sehr cool aussieht, ist ja so golden und meiner Meinung nach eben auch ein nützliches Pokémon. Da würde ich also sagen, die zweite Stunde würde mich schon eher interessieren als die erste. Feli Lu, eine Entwicklung, ihr macht nicht wirklich was damit. Aber Magnetilo, zu Magnezone habt ihr schon einen guten Elektroangreifer, der auch stark ist, auch gut aussieht. Das würde mich schon eher ansprechen. Dann habt ihr am Dienstag, dem 21. April, wo ingenau. Und es gibt die doppelte Menge an Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Ich muss eh immer zu Platz machen, also ich kann gar nicht bis dahin aufheben und dann verschicken. Die legendären schmeiße ich eh meistens direkt nach dem Raid weg, dass ich immer nur 6 Stück auf der Hand habe. Würde mir jetzt auch nichts bringen. Der Ispo freut sich immer über doppelte Bonbons fürs Verschicken. Der sammelt nämlich immer und wartet genau auf solche Momente, dass er dann ausmisten kann. Ansonsten, wohin genau auch ein Pokémon, was keine Entwicklung hat, was es als Shiny gibt. Aber ich jetzt nicht denke, dass sie das zur Spotlight-Stunde als Shiny spawnen lassen, denn eigentlich müsste das ja als Isso brüten und entwickeln. Aber bei Niantic weiß man ja nie, was sie davor haben. Bis jetzt also Magnetilo finde ich immer noch am krassesten. Und am Dienstag, dem 28. April, kommen dann Taubsi. Jetzt drehen bitte alle durch. Und doppelte Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Leider werde ich, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt den Community-Account nicht mehr haben, sonst würde ich natürlich diese ganze Stunde nutzen, komplett wieder durchzuentwickeln. Bei der letzten Entwicklungsstunde, wenn man es so nennen will, wo es also doppelte Erfahrungspunkte fürs Entwickeln gab, habe ich ungefähr 350.000 Erfahrungspunkte gemacht in der Stunde, weil ich wirklich 2 Glückseier rein habe, habe nur durchentwickelt die ganze Zeit. Das war sehr cool und jetzt gibt es auch noch Taubsi, was eben shiny sein kann, was ja das beste Pokémon der Welt ist und was nur 12 Bonbons braucht zum Entwickeln. Das ist also eine richtig gute Sache. Am besten also Klicker an, mit dem Klicker durch die Stadt laufen, einfach nur im Beutel sein, permanent entwickeln und alles, was es nebenbei an Taubsis fängt, auch gleich mitentwickeln. So wäre meine Taktik, so würde ich das machen. Schreibt ihr aber mal rein, was ist euer Favorit unter diesen 4 Pokémon? Feli Lu, Magnetilo, wohin genau oder Taubsi? Gut, Taubsi, lass mal weg, das wählt ja sonst eh jeder. Nein, aber ich finde, wie gesagt, Magnetilo am besten. Das ist das eine. Und dann wurde direkt noch ein Frühlingsevent angekündigt. Da gucken wir aber nicht auf den offiziellen Blogpost,
sondern hier mal in diese Übersicht rein. Denn was gibt es denn? Es wird wieder mal ein neues Shiny geben. Also vom 9. April bis 16. April ist jetzt ein Frühlingsevent angekündigt. Mich ganz besonders interessiert das neue Shiny. Es wird nämlich Owei als Shiny released werden und damit auch der Nachfolger Kokowai. Ihr habt ja schon alle Alola Kokowai als Shiny, da wisst ihr ja ungefähr, wie das aussieht, nur dass man den Kopf meistens nicht erkennt. Jetzt also dann auch Owei und Kokowai als Shiny dabei, finde ich sehr cool. Es gibt zweifache Bonbons beim Ausbrüten, eine Stunde Glückseier und die halbe Brutdistanz, aber die ist im Prinzip jetzt schon aktiv. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal was ändern. Es wird trotzdem für 2 Kilometer Eier 1 Kilometer bleiben. Auf 0,5 werden die das nicht machen. Das haben die schon aktiv, das bleibt so. Was haben wir noch dabei? Aus 2 Kilometer Eiern, ihr kriegt aus Geschenken nur 2 Kilometer Eier in dieser Zeit. Natürlich, damit die schneller gebrütet sind, damit ihr mehr Brutmaschinen kaufen müsst, damit das alles angekurbelt ist, aber die mit einem unendlichen Brüten, können natürlich so auch mehr brüten, also hat ja eigentlich keiner einen Nachteil daran. Es wird wieder mal Pichu geben, diesmal aber mit Blumenkranz. Ich hasse das wirklich, diese ganzen Blumenkranzviecher. Und es ist zwar noch nicht bestätigt, aber sie vermuten, dass es das auch als Shiny gibt. Shiny Blumenkranz Pichu aus dem 2 Kilometer Ei, genauso wie Shiny Togepi mit Blumenkranz aus dem Ei. Ich hoffe, die gibt es nicht als Shiny, weil, ich weiß nicht, es müllt trotzdem irgendwo den Beutel zu. Ich sammle gerne alle Shinies, alle Familien. Ich denke mal, die gehen auch nicht entwickeln, wenn die wirklich im Spiel sind. Ich glaube nicht, dass ihr dann plötzlich einen Togekiss mit Blumenkranz als Shiny entwickeln könnt. Aber wenn sie es reinbringen, dann bitte nur die Form mit Kranz und das war's. Aber am besten nicht mal die Form mit Kranz, nur normal, nicht als Shiny. Denn ich habe es jetzt schon mit den Halloween-Kostümen, ihr habt die normalen Pokémon, dann habt ihr die plötzlich mit Hut, dann mit Kranz, mit sonst was. Die sehen ja alle wirklich genau gleich aus und dieser Kranz, der ist so unscheinbar, weiß ich nicht, das muss wirklich nicht sein. Die sind dann zwar wieder selten, aber die sind halt wirklich einfach nur hässlich, meiner Meinung nach. Dann habt ihr Rabauz, Klingplim, Vonera. Würde auch aus den Geschenkeeiern schlüpfen. Das fehlt vielleicht noch einigen. Auch als Shiny, natürlich. Es geht nur ums Shiny. Dann Mamfaxo dabei. Riolu, sehr interessant. Riolu konnte man ja die ganze Zeit gar nicht mehr bekommen. Wahrscheinlich nur noch aus 10 Kilometer Eiern. Da eben aus den 7er Eiern nur noch die Fossil-Pokémon kam. Und bei einem Event wurde Riolu ja als Shiny eingeführt und danach aber aus den 7er Eiern erstmal genommen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit durch Geschenke, durch 2er Eier, ich denke mal, selbst wenn ihr jetzt Stops dreht und 2er Eier bekommt, wird das aber auch so sein, dass da genau diese Pokémon drin sind. 2er Ei müsste 2er Ei sein. Das darf sich ja nicht nur auf Geschenke beruhen, oder? Was sagt ihr? Steht ja nur da, dass alle Geschenke 2 Kilometer Eier abwerfen. Aber was ist mit den Eiern, die ihr am Stop bekommt? Wenn ihr da einen Zweier kriegt, könnt ihr da auch Riolu draus bekommen? Ich sag mal ja, ihr sagt mal nein. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich bräuchte auf jeden Fall noch ein Shiny Riolu. Meine Entwicklung, das Lucario, ist damals ja Lucky geworden. Und ihr wisst, wie ich dazu stehe. Da brauche ich unbedingt noch ein zweites, damit ich dann also ein drittes habe. In dem Sinne. Dann gibt es natürlich auch hier in der Wildnis, das sieht man hier oben nochmal alles dabei. In der Wildnis, was wird es geben? Pikachu mit Blumenhut. Das ist also kein Blumenkranz, das ist ein Blumenhut. Das ist schon wieder was anderes. Wieder als Shiny, ich denke mal, kann man aber bestimmt entwickeln. Na gut, dann kann man vielleicht Pichu auch entwickeln, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann habt ihr Owei dabei als Shiny, ganz wichtig. Dann müssen wir ja natürlich gucken, dass man ein schönes Owei bekommt. Ihr habt weiterhin Hytera dabei als Shiny, Shaniera meine ich. Wenn das noch fehlt bei den Leuten, können die sich das auch noch abgreifen. Da steht immer die ganzen englischen Namen. Das Voltilam natürlich, das hat ja einen eigenen Sea Day. Trotzdem fehlt das noch einigen. Ich glaube, der Fischi hat auch geschrieben, er braucht unbedingt noch ein Voltilam. Kann er sich dann natürlich auch gönnen. Für mich eigentlich eher uninteressant. Meryl dabei. Gibt es ja so nicht als Shiny, außer sie lassen es wild im Event spawnen. Aber normal müsst ihr das ja auch über das Baby brüten. Dann habt ihr Flemly dabei. Ihr habt Haspiroar, was eben als Shiny im Spiel ist. Und jetzt auch mit einem Blumenkranz oder Blumenhut. Ne, hier steht nur Blumen,
Krone, also das ist im Prinzip dann ein Blumenkranz um den Kopf, dass das dabei ist, auch als Shiny. Ich verstehe es nicht. Aber ja, der Frühling kommt, alle haben Blumen, wunderbar. Dann wird es bestimmte Feldforschungen geben, natürlich auch mit Alola Coco bei Azuril, Azumarill, keine Ahnung, Ordoch dabei. Und ihr habt neue Kleidung natürlich, ihr kriegt einen Togepi-Pullover, ihr kriegt einen, also ein Hoodie, ihr kriegt einen Rucksack mit Togepi dabei, der sieht so aus wie der Gengar-Rucksack, nur eben jetzt als Togepi-Version. Wer es braucht, ich habe meinen Gengar-Rucksack noch irgendwo rumliegen, den finde ich persönlich ganz cool. Was sind eure Highlights bei dem Event? Ich freue mich besonders auf Owei und Kokowai. Dann natürlich auf Riolu, weil ich da unbedingt noch eins brauche. Und ansonsten die Blumenkranz-Shinies. Gut, die kann man ja mal mitnehmen, wenn sie kommen, aber die sind eigentlich nicht so wichtig, obwohl für den Sammler sind die wieder das Wichtigste. Weil man die eben nur in dem Moment in dem Event bekommt. Nach dem Event gibt es eben die Blumengrenze nicht mehr. Aber Owei könnt ihr ja weiterhin dann als Shiny bekommen. Die würden also erst auf die Blumenkranz-Shinies gehen und dann die normalen, die keinen Schmuck tragen. Meine Reihenfolge sieht eben anders aus, habe ich euch ja eben gesagt. Wie findet ihr das? Wie findet ihr die Blumengrenze? Wie findet ihr die Shinies? Wie findet ihr das Event an sich? Freut ihr euch drauf? Habt ihr Bock oder ist euch der Spielspaß eh vergangen durch die ganze Corona-Krise, durch Ausgangssperren in einigen Ländern, Bezirken hin und her? Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ne? Ihr dürft ja Ostern eh nicht zur Verwandtschaft fahren, dürft keine Familie besuchen. Also geht raus und spielt Pokémon alleine. Macht mal einen Spaziergang tagsüber an der frischen Luft. Das tut auf jeden Fall gut, den ganzen Tag drin. Muss auch nicht sein, kann man auch nicht. Man braucht auch mal frische Energie, Luft, tanken. Ihr wisst Bescheid. Und hört auf mit euren Corona-Partys. Ich hasse das immer, wenn ich über den Markt laufe und dann sehe ich immer die ganzen 12-jährigen Bitches, wie sie einfach an der Ecke stehen, 5 Stück mit 10 Kerlen daneben und alle mit Erdbeerwein aus der Flasche und jeder hängt sich an die Flasche ran und säuft und kreischt rum, überall Knutschflecke, überall von oben bis unten an der, keine Ahnung. Warum geht da keiner hin und gibt mal Kopfnuss, Bruder? Die verseuchen Deutschland, die stecken alle an, das verstehe ich nicht. Aber egal, das wieder ein anderes Thema, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.